Icke tipptopp, angezogen, weil heut Sonntag ist. Sie Sonntag zu besuchen, ist neu. Tipptopp, ich geh tipptopp durch den Frühling, durch die Tulpen und ich bleib so meinem Heimatland treu. Draußen, da grünt es so grün, was wird uns hier wohl noch blühen? Schön wär's, unsere Show wird wie die Tulpen, die hier unten stehen, so tipptopp und erfreulich. Nicht so, so wie neulich, taufrisch, na, wir werden es sehen. Damit Sie sehen, das sind echte Tulpen mit Zwiebel. Und so, en heute, am Sonntagabend met zo'n tulpenveld, dan moest ik eigenlijk nur aan mijn Jugend denken. Denn in Holland, als ik zo 3 jaar alt war, dan ging ik immer met mijn vader in Frühling, im Sommer, im Frühling ging ik immer so durch den Tulpenfelden spazieren. En dat was unheimlich toll. Aber wenn jemand das gesehen hätte, das sah eher aus. Denn mein Vater sah man nur, und ich war unter den Tulpen mit 3 Jahren, war da unten. Und als wir dann aus dem Feld kamen, dann hatte ich so 20 Tulpen im Arm, hatte ich dann so dabei. Ah, nee, wirklich. Sonntag, da denke ich immer wieder an meine Jugend. Mit meinem Vater auch in der Stadt spazieren, das war toll. Mein Vater hatte damals auch einen Hut auf und er war ziemlich bekannt in der Stadt. Und alle Leute haben meinen Vater immer begrüßt, so von Tag, Herr Karel, Tag, Herr Karel, Tag, Herr Karel. Und das fand ich als Kind so fantastisch. Ich habe immer gleich gedacht, ich möchte so berühmt werden, dass alle Menschen den Hut abnehmen für mich. Aber wer trägt heutzutage noch einen Hut, nicht? Das ist schade. Ah, nee, Sonntag und so, das heute zum ersten Mal am laufenden Band am Sonntag. Und wir haben auch Kandidaten, die wir noch nie gehabt haben, haben diesmal Ehepaare. Trotzdem bleiben es natürlich 8 und daarom sind hier 8 Kandidaten am laufenden Band. So, wir haben an dieser Seite haben wir das Ehepaar Tonner aus München. Tonner, habe ich doch? Thorer, Entschuldigung, Thorer. Und aus Bremen das Paar Meere. Sie haben es sehr gut, denn Sie brauchen in der ersten Runde noch nichts zu tun. Sie haben erstmal Pause. Wenn Sie da rüber gehen, dann können Sie da schauen, was in der ersten Runde passiert. Und in der ersten Runde haben wir hier das Ehepaar Hopf aus Hahn. Wenn Sie hier bitte Platz nehmen. Und das Ehepaar Franzen aus Zürich, wenn Sie bitte hier Platz nehmen. Und was machst du hier jetzt, Heinz? Ja, Rudi, hier sind so viele schöne Tulpen. Kann ich da ein paar kriegen? Ja, natürlich. Kannst du ein paar mitnehmen? Kannst du ein paar mitnehmen? Ist gut. Ja. Okay, kann ich noch dazwischen, ja? So. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen. So, Herr und Frau Franzen aus Zürich. Herr Franzen, was machen Sie beruflich? Ich bin Hotelconcierge im Hotel Florida in Zürich, aber ich bin von Wetzikon. Und Wetzikon, das liegt etwa mit dem Zug 20 Minuten von Zürich, das ist im Zürcher Oberland. Aber sind Sie Portier in diesem Hotel oder Concierge, wie man da sagt, am Tag? Ich bin Nachtconcierge. Nur nachts? Nur nachts, ja. Ja. Sie haben nur nachts mit den Leuten zu tun? Nur nachts, ja, das ist sehr interessant. Und am Tage schlafen Sie und was machen Sie am Tage? Am Tage mache ich die Hausarbeit und dann meine Tiere versorgen. Und dann abends, dann habe ich natürlich sehr viel Zeit übrig. Dann habe ich noch so ein kleines Hobby, ein bisschen schneidere. Und dann so, ich liebe noch so alte Sachen so ein bisschen neu machen. Und dann habe ich eine große Beschäftigung. Wenn dann morgens mein Mann nach Hause kommt, dann kann ich noch mal ein Stündchen länger schlafen, weil ich so fest gearbeitet habe. Und schläft ihr den ganzen Tag? Ja, nein, so bis 4 Uhr. Dann machen wir zusammen noch einen Spaziergang. Und dann geht es wieder an die Arbeit. Ja. Darf ich mal fragen, wie haben Sie sich kennengelernt? Ja, das war folgendermaßen. Das war in 1956. Da war ich auf dem Schiff. Und da war ich von Mexiko, von Tampico, nach Amsterdam mit einem Tanker unterwegs und wir mussten dann so 3 Wochen in Dreidock.
Und jeder Seemann weiß, wenn man in Dreidock ist, dann gehen auch die Moneten zu Ende, ne? Und da hatte ich noch ein paar schöne Halstücher, Damenhalstücher von Mexiko, die sind so handgemalt. Und dann ging ich in Amsterdam auf den Leidsen Plein, in den Old Inn heißt das, so ein Kaffeehaus. Und da wollte ich meine Schals verschachen. Moment, und da saß in diesem. Und da saß meine Frau da. Moment, wie ging das nun? Sie kamen rein und sie saß da? Ja, sie saß. Können Sie jetzt eben spielen? Sie sitzt hier jetzt in der Old Inn und Sie kommen von dort. Gehen Sie mal da hin und kommen Sie mal. Wie ging das vor Sie? Möchte ich mal sehen. Ja, ich habe natürlich ganz anders auch gesehen als Seemann. Ne? Zuerst betrachtete ich alle so die Leute, wo nicht. Ja. Bin immer kaufmännisch veranlagt. Dann war ich zu einem gegangen und der hat gesagt, ja, es ist zu viel Geld, nicht? Und dann habe ich sie gesehen und sie hat den Schal genommen. Ich möchte mal sehen, wie Sie dann angesprochen haben. Ja, habe ich gesagt, wollen Sie einen Schal kaufen, nicht? Aber Holländisch konnte ich ja da noch nicht so gut wie jetzt, nicht? Und da habe ich auf Englisch gesagt, do you want to buy something nice? And she was looking and say, well, that's good for me, and now. Ja, ich verstehe noch immer nicht, warum Sie dann geheiratet haben. Ja, nicht wegen den Charles, nicht, aber wegen der schönen Frau. Sie haben sich zu ihr gesetzt, Sie haben ein Gespräch gemacht. Haben Sie noch Geld gekriegt für diesen Charles? Nein, gleich geheiratet und Sie haben ja, nicht so geschwind, ja? Nein. Erst nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren? Erst nach 5 Jahren. Wir sind immer zusammengeblieben. Okay, danke schön. Nehmen Sie bitte Platz. So, und dann schauen wir mal an diese Seite, Herr und Frau Hopf aus Hahn. Was machen Sie, Herr Hopf, beruflich? Ich bin Einkaufsleiter einer Lebensmittelfirma am Niederrhein. Ja. Und wie lange sind Sie schon verheiratet? Ich glaube 4 Jahre. Nee. Offiziell 5 Jahre und inoffiziell 6 Jahre. Wir haben ein Jahr geprobt zum Leidwesen unserer Eltern. Aha. Ja. Und wie haben Sie sich kennengelernt? Ich bin also mit zwei jungen Damen aus meiner Heimatstadt Köln nach Düsseldorf gefahren, um einen Altstadtbummel zu machen. Und gleichzeitig musste ich geschäftlich zu einer Messe. Dann habe ich die beiden Damen in Düsseldorf abgesetzt und bin dann zu dieser Messe gefahren und komme dann auf die Messe und... Was für eine Messe war das? Eine Süßwarenmesse. Süßwaren. Danke. Und sie war also an dem Ausstellungsstand und ich hatte sie also direkt wahrgenommen und ihr Vater kam auf mich zu, begrüßte mich und ich sagte dann zuerst zu dem Vater, lieber Herr Groß, ich wusste gar nicht, dass Sie so eine hübsche Tochter hatten. Und jetzt müsste sie normalerweise die Geschichte weitererzählen, denn jetzt wird sie erst spannend. Ja, was kommt dann? Dann hat er mich ignoriert. Also optisch erstmal. Und er ging einfach vom Stand weg und ich dachte, wie siehst du den jetzt wieder? Also das war für mich lieber auf den ersten Blick. Und dann habe ich überlegt, und das ging ja ganz gut übers Geschäft, dann habe ich ihn angerufen. Und am Telefon hat er also eine Stimme, die ist ganz schlimm. Da stellt man sich immer so einen ganz dicken mit Zigarre und Hut vor. Und dann sagt er, wenn er sich meldet, bitte sehr, Hopf. Und dann habe ich gefragt, Herr Hopf, wir haben da noch geschäftlich was zu besprechen. Und er sagte, ja, das machen wir, treffen wir uns mal. Er sagte im Übrigen, bevor wir uns überhaupt treffen, nehmen Sie die Pille. Ja, lass uns mal anfangen zu spielen jetzt, denn wir haben überhaupt noch nicht gespielt. Darf ich für das erste Spiel beide Herren bitten, hinter diese Wand zu gehen, da. Diese Wand, da. Gehen Sie mal dahinter. Und die Dame kommt mit mir mit. Hinter der Wand, nee, da hinten, so links rum, nee, da so hinter, ja. So, die sind jetzt verschwunden und folgendes, es kann mal passieren, dass jemand nach Hause kommt und er hat keinen Schlüssel dabei, jetzt klopft er oder er klingelt oder was denn auch. Es geht darum, dass Sie jetzt das Klingeln oder Klopfen Ihres Mannes wiedererkennen. Da kommen 7 Leute, die klopfen, merken Sie sich die Nummer, wovon Sie glauben, aha, das ist mein Ehemann, ja? Bitte Nummer 1. Bitte Nummer 2. Bitte Nummer 3. Bitte Nummer 4. Bitte Nummer 5. Bitte Nummer 6. Und bitte Nummer 7. So. Welche Nummer, glauben Sie, war Ihr Mann?
Nummer eins. Sie glauben Nummer eins? Was glauben Sie? Ich weiß es überhaupt nicht. Nummer zwei. Sie glauben Nummer zwei. Ja. Nummer eins, bitte, kommen Sie mal. Na, wollen wir schauen. Das müsste, nein, das ist diese Dame, ja? Okay, und jetzt Tür zu. Und jetzt Nummer zwei, haben Sie gesagt, ja? Nummer zwei, bitte. Ja, bitte machen Sie mal auf. Da ist Ihr Ehemann. Oh nein, ja. Ist er nicht. Dankeschön. Danke. Und jetzt beide Herren zu mir. Es waren, bin ich eher Nummer 5 und 6. Kann ich beide Herren mal wieder hier dazu haben? 5 und 6, ja. So, kommen Sie neben Ihre Frau. Und wo ist Herr Hopp? Ist da. So, und jetzt kommt ein Spiel, wobei Sie nachher Fantasiesprachen sprechen müssen. Also nicht richtig eine Sprache, sondern ein bisschen die Klänge. Und da gibt es einen Mann in Österreich, ein ganz großer Kollege von mir, der das unheimlich kann. Er spricht die Sprache nicht, aber er macht die Klänge so. Und das ist Felix Dvorak. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt 6 verschiedene Politiker aus 6 verschiedenen Ländern, und zwar in der Reihenfolge aus Italien, aus Amerika, aus Frankreich, aus England, aus Arabien und aus Russland. Zuerst der italienische Politiker. Signori, signori, questo mitare italiano sombre sotto mi quattro mitare quattro le mille ciolami te dato e parvato ne manto cielo ora pasta asciutta compre sello e ne manto i cielo e roba compre no signori comandi signori quanto in centro mitare ho sette quattro ore perché poi devo essere dopo una sera signorino vai qui come al cielo con pesto qua l'italiano cielo va detto altro spaghetti mentre ho sette quirinali va detto bellissima bella signorina e qui c'è un gempe compri se quello questo è il partito italiano vedete il partito italiano democrazia cristiana comunista fascista socialista monarchista e del momento molto propagi bellissima bellissima signorina e come centro c'è la luna. La notte cuore che intavaglia chitarra, cantare, se lo vuoi tesso vedero, papacalli, vetorigello. Signorina, signorina, la bella cosa! Ladies and gentlemen, and gangster. It'll sound amazing like a la 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 learn. It's a dying and a moving like a sure, it's a bind and a mind and a mind and a mind and a nice and a gun and a hat a part, 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 part. Listen down, you one son of Murray, one is son of the four president, one and the four president, one is son of the senator, one and the senator, one is senior right son and Ronald Reagan, one and John Wayne, son of Donald Duck, one for president, one all. Lenny and Hannah, scan and poor, you did a lot of Murphy. Well, that's in so long. Then have a show here, go. That's right, oh. That's good. That's good, me, how is that? I want you more, Ryan, and sign in a morning like a sort of fanny in Ghana Shores. And if I. You can't ask the beach, oh no. When I don't part you here. Well, it's kind of in the horror. L'Europe est civile. Le pur, la France. Le pur, la résistance. Le 6 septembre, le pur, le peurant. Les politiques françaises, le pur, les pommes frites. Nous en le pur. Lui, c'est trappeur, lui, peut vivre, lui, le bon bleu, rappeur, ici, rappeur, bleu, me renard. Lui, peut, cite, lui, lui, répond. Lui, pur, vive la France, vive la République, égalité, fraternité, liberté. Cher B. Sorry. I did try a half of it, you know. I decrended to doze in the pod in the rest of the pathos. Went to the nod in the Buckingham Palace. We died on the Princess Margaret and Lord Snowden. Lord Snowden, a very photograph. We guns on the knips.
I've a toad in a rouse toad, and a winter to pock and a pocket. Oh, sorry. An enter a dose. A winter die folk in the winter time, with enough of a whistle to pod in a tea time, with a mutton to put. With a. Oh, sorry. Excuse me, what in a London navel. And for cool, too. With some little schnapfen. I turn you as though. So tilts her feet and a moth with the other heather within there. And No. Советский полажни, а локомаром прислала призвырту ящик ворать аргумания советский культура. Ой, каной, бросалаю советский культура, советский литературовичка. Ой, то есть, давай, Достоевский, Максим Корки, Максим Курки, Максим Эсси Курки. Лоспиражну, спайка балахбышню. Стрибель, лая свалаю, ком замальца, поехбышню. Стропачність плавала при поякопонічку без. Все ко мені похвоюще. Слабо я, лапорвала, поякоюще. Коблохачні. Страдою копочні. Лопоє призволюшку, поякопонічку. Естерки не хвоєвай! Американіші шпіонські. Jetzt kommt unser Spiel. Sie haben es bemerkt, er spricht diese Sprachen überhaupt nicht. Nur ein paar Wörter, die wir alle mal gehört haben, hat er so verwendet. Das Gleiche dürfen Sie tun. Und Sie erstmal auf Arabisch. Sie sind jetzt eine arabische Beduinenfrau und gleich wird da ein Araber Sie fragen nach dem richtigen Weg zur nächsten Oase. Dann machen wir eben eine Araberfrau aus Sie. Ja, so, das ein bisschen hier rum. So, und Sie sprechen nur noch Arabisch mit Ihnen. Ja, bitte sehr. Also, Sie zeigen nicht den Weg zur nächsten Oase, sondern zum nächsten Nachtclub, ja? Okay, prima. Das wieder ab. So, kommen Sie mal mit. Wieder eins. Franzen, Sie sind jetzt in China und zwar sitzen Sie in einem Teegarten, so. Sie trinken Tee da und Sie erzählen einander gegenseitig ganz kurze chinesische Witze. Ja, kommen Sie mal mit. Auf Chinesisch. Ja, auf Chinesisch, natürlich. Bitte, knien Sie auch mal so auf dem Kissen da. Vorsicht, ja. So, bitte. Zur Notung. Erzung. Normal sitzen. Bitte normal sitzen. Zur Notung. Ist ein Problem mit dem Knie? Können auch stehen, geht auch, ist wurscht. Zur Notung.
Ja, okay. Okay, danke. Diese Witz kannte ich schon, aber sehr schön, muss ich sagen. So. So, hopp. Für Sie, auf Fantasie Französisch, eine kleine Liebesgeschichte, die sich in einem Park abspielt. Bitte Vorhang auf. Bitte nehmen Sie Platz. Französisch. Oh, mademoiselle, il est quand même bien? Mais oui. Allô? Comment ça va? Mademoiselle? Oh, mademoiselle, virons du jeu, du fromage. Mais je suis français. Oh. Oui. Oh, le permission. Oui, oh, mademoiselle. Oui. Mmh. Oh, pur bébé. Oh. Oh, amour, amour. Amour. Oh, l'amour. L'amour. Oui, oh, l'amour. Oh, t'auras bien reçu. Le mot à l'être vivant, son mot. Connaissez la chanson? Voulez-vous coucher avec moi? Oh. Oui. Oui, oui. Donc, je suis mariée. Oui, ça ne marche pas. Marie. Oh, ça ne marche pas. Ok, danke schön, war sehr gut. Gehen Sie mal wieder da. Und Herr Hopf haben wir schon weggeschickt, und der muss eben einsteigen im Wagen. Jetzt gibt es nämlich ein Krach auf Italienisch nach einem kleinen Autopanne, kleinen Autounfall. Ja? Italiano Mazzola! Quale macchina, Marcello? Trento, Mazzola! Accidente! Accidente! Oh, signore! Ma come... Lucky, Lucky, signora! Signora, Lucky, Lucky, no! Polizia, polizia! Oh, polizia, la polizia! Stradale, stradale! Veloci, vedo! Stradale! Stradale, mano, Mazzola, Mazzola! Mazzola! Mazzola, Mazzola! 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 Mazzola, Mazzola, das war kein Autounfall, das war ein Fußballfall oder sowas. So, bitte, Herr Dvorak, die Punkte. Ja, ich glaube, es ist nicht schwer. Ich glaube, dieser Herr, der Italiener, vier Punkte. Herr Hopp, vier Punkte, ja. Ich glaube, dem Chinesen drei Punkte. Herr Franzen, drei Punkte, ja. Und da ich annehme, dass die Dame wirklich Französisch spricht, darf ich Ihnen nur einen Punkt geben und dieser Dame zwei? Zwei Punkte für Frau Franzen, zwei für Frau Franzen und ein Punkt für Frau Hopf. Ja, und herzlich bedankt für die Medewerker. Es war sehr schön, dass ihr mitgemacht habt bei unserer Show. Ich hoffe, dass wir uns gleich wieder sehen. Ja, Helle van Krachteren, van Ganechem, van Burg. Fantastisch. Das ist kein Holländisch, aber es ist gut. Okay, danke schön. So, und jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine Steelband-Gruppe. Das ist wohl die größte, die ich je gesehen und gehört habe. 18 Mann, so groß habe ich noch nie gehört. Und sie spielen fantastisch von dieser Insel Barbados. Und dazu wird getanzt und sie müssen nachher tanzen. Hier kommt diese Steelband aus Barbados. Please, gentlemen.
So, und unsere Kandidaten wussten schon, was kommt natürlich. Die Schuhe schon ausgezogen und da barfuß. Sie sind natürlich etwas älter als diese Kandidaten und wir können es sportlich machen, aber man kann es auch originell machen natürlich. Das hängt von Ihnen ab. Ich würde sagen, wenn Sie erstmal eben in die Kabine gehen und eben warten, bis Sie dran sind, dass Sie als Erste, kommen Sie mal mit. Wenn Sie jetzt an diese Seite gehen, Herr Franzen, und Sie, Frau Franzen, an der anderen Seite, da, ja? Dann tanzen Sie jetzt, bitte in der Mitte, ja, in der Mitte geht es, ja. Dann tanzen Sie jetzt Limbo, please. Ja, wieder. Ja. Kommen Sie mal. Gehen Sie mal eben hier zur Seite. Das war ungeheuer schön. So. So, und bitte Sie da, Herr Hopf, und Sie hier. Und es geht los, bitte. Ja, gehen Sie mal. Kommen Sie mal her. Ja, versuchen. Okay. Okay, thank you, gentlemen. So, kommen Sie bitte hier dazu, Herr Franzen und Frau. Ja, das ist ein bisschen schwierig zu jurieren. Ich möchte das zusammen mit dem Publikum machen. Und ich muss sagen, Sie haben das nicht gesehen, aber was Sie vorher geleistet war irre. Und ich finde, sind Sie der Meinung nicht, dass Frau Franz es am besten gemacht hat? Ja, sind Sie da unten durchgegangen ist. Das sind 4 Punkte für Frau Franzen. Und dann fand ich, wie er es gemacht hat und auch noch mit dem Wüt, diesen Tauch darunter, 3 Punkte für Herr Hopp. Dann würde ich sagen, ja, das war eigentlich fast gleich, aber wir sehen in seinem Alter, würde ich sagen, 2 Punkte für Herr Franzen. Und bleibt noch 1 Punkt für Sie übrig. So, und jetzt haben wir einen Endstand von dieser Runde, das heißt 11 Punkte für das Paar Franzen und 9 Punkte für Sie beiden. Das heißt, wir sehen uns in der Schlussrunde wieder, gehen Sie bitte darüber. Und da haben Sie so hart gekämpft und so unheimliche Sachen gemacht. Und jetzt sind Sie leider schon raus. Wie bitte? Hat die falsche Frau geheiratet. Er hat die falsche Frau geheiratet. Nein, im Gegenteil, ich finde sie wahnsinnig nett, Sie beiden. Und ich finde es schön, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie Spaß an der Sache gehabt haben. Und
Ich würde sagen, nehmen Sie jetzt Platz und schauen Sie sich den Rest der Show an. Und Sie kriegen selbstverständlich ein Essen mit der ganzen Familie. Und noch einen schönen Abend. Bitte gehen Sie mal darüber. So. Jetzt, Sie haben schon vieles gesehen in Sachen Zauberei, aber Sie werden jetzt etwas sehen, haben Sie noch nie gesehen. Zwei Männer werden gleich hier völlig verschwinden. Und das wird alles gemacht von dem berühmtesten Zauberkünstler der Welt, Brian Burden. Oh. Für mich? Danke. Ja, danke schön. Brian Burden möchte also zwei Herren aus dem Publikum bitten, die für Damen sind zu kostbar, Herren bitte, ja, die zwei. Gerne verschwinden möchten. Moment mal. Danke, danke. Und dieser Herr. Kommen Sie. Yes. Oh, gut, gut, thank you very much. Over here, thank you so much. Thank you very much for the kind of you. Thank you. Thank you. Now I have here two. Hey, excuse me. Sie schoss. Do you want to try? I'm here, one cabinet. A little bit over there, please. There you go. Now we're whoa! Whoa! Samantha! So sorry. Look, what are you trying to do? Hold it, you're around there. No, I have the... Hey. Is this yours? Well, don't give it to me. Could I have it a little further over the other side? Thank you, sir. Now would you... Whoa! 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 Just... Oh. Spoiling the whole thing. Right, now bring the cabinet over here. There we are. Could we have it a little further down, please? Further down. Thank you, sir. Now we do. Whoa! Ah! Get off! So sorry, Pa. Right. There we are. Now here we have the cabinet. Right in the center. Down. Aye, 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 aye. Don't touch the cabinet until I tell you. When I tell you, then. Right, so sorry. Here we have the cabinet right in the centre. Now we do. Who is this fellow? I mean, is he with you? Now listen, I've had enough of you. I mean, all I'm. What? What's the matter with you? Well, I don't know. I mean, he comes up here and he. Is this yours? Right, now I'll show you the cabinet. He's absolutely genuine. One solid cabinet. Now this cabinet is. This. What are you trying to do? I've had enough of you. You miss me. Right, now, I'll take this gentleman on my left, and I will ask him, hey, I... that's very good, billions. Get out of the way. Where's he gone? So sorry. I won't bother with those two. Show you the cabinet. He's absolutely and positively empty. I'll get out of the thing. What? You're spoiling the whole thing. Oh, now listen here. Come here. Come here. Come here, will you? Listen. So sorry. Right now. Now listen, I've got to. Who told you to take that side off? Right now. So sorry. Right now, put that on. I'll pick the front up. And just turn it on and get off it. Right now, I'll pick the front up. And I'll please the front. Over here. I'm watching you, you know. Right now, come on, let's pick the front up. And please the front. No! Oh! Hey! Right, now, pick the front up. Place the front there. Now, sure it's the same all the way round. Here we have the front. Over here. Me coat. Will you let go of me coat? Now, listen, I've had your job. Oh, come on. Now, listen, come on. Give me me hat. How I want. Me coat. Will you get off me coat? Where's me hat? Give me me hat. You want the hat? Thank you. No, it's... Well, I don't want it down there, do I? I mean, do you see what he did? I mean, it's a bit... With this... No! Right, you've got your stick. I've got my hat. I think it's my hat. It's the bobble that confused me. Show you the cabinet.
Same all the way around. Here's the front. Here's the side. So, Herr Thore und seine Frau aus München. Herr Thore, was machen Sie beruflich? Ich bin beim Herrenmagazin, wo man in der Mitte was rausklappen kann, so ein Mädchen. Ja. Und was machen Sie da? Da mache ich leider nur den Text. Ich bin verantwortlich leider nur mit dem Text und sehe leider von diesen wundervollen Mädchen sehr, sehr wenig. Die verstecken die immer vor den anderen Menschen. Sie machen nur Texte. Nur für die Texte verantwortlich, ja. Ja, ja. Und Sie? Ich bin Hausfrau. Hausfrau? Kind? Nur Kind. Baby, Mann. Aus. Selten allerdings. Ja. Hey, darf ich mal fragen, wo Sie sich kennengelernt haben und wie? Ja, ich musste irgendwann wo hingehen als Journalist und da habe ich einen Kollegen getroffen in irgendeinem Büro. Und da kam das Gespräch wie immer auf dasselbe Thema und da sagte er zu mir, du musst mal da, schau mal in die nächste Tür rein, da sitzt ein Mordshase. Und da habe ich dann reingeschaut. Das hatte nur den Nachteil, ich war also noch etwas verheiratet. Und dann habe ich ein Jahr gewartet. Und dann bin ich wieder an die Tür gegangen, habe wieder aufgenommen reingeschaut. Und der Mordshase noch drin saß. Und da saß er drin. Dann habe ich ihn mir gegriffen. Schön. Frau Thore, was ist in Ihre Ehe Krach Nummer 1? Warum haben Sie manchmal Krach? Das ist keine nette Frage. Hä? Keine nette Frage. Oh ja, so, ich hab auch oft Ehe Krach. Das sind so harmlose Sachen. Warum? Ich immer, dass ich zu viele Leute einlade. Dass jetzt so viele Leute bei uns zu Besuch kommen, zu viel. Ja. Was ist bei Ihnen so? Wir haben eigentlich wenig Kraft, weil er kaum da ist. Ja, das ist noch besser. So, dann gehen wir an diese Seite rüber. Herr Meer und Frau aus Bremen, was machen Sie beruflich? Ich bin Handelsvertreter. Ja, und Sie, Frau Meer? Ich auch. Beide sind Vertreter? Beide Vertreter. So von Tür zu Tür? Richtig so, oder? Mit Klingeln und so. Ja? Ja. Und was haben Sie so alles verkauft an der Tür? Also ich habe eigentlich schon alles verkauft. Vom Staubsauger an, das ist ja das Beliebteste. Bis zum Haus, bis zur Versicherung. Im Moment verkaufe ich Möbel. Und Möbel, im Moment, ja. Und Sie, was verkaufen Sie im Moment? Ich verkaufe im Moment Türen. Nachdem ich vorher Bücher verkauft habe, aber das wurde mir zu schwer, also die Klassik. Ja. Und wie ist es? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ja, in einer ganz normalen Bremer Kneipe. Und zwar waren wir beide auf der Messe, aber nicht zusammen. Und es gab in Bremen eine Kneipe, die war absolut nicht an der Messe, sondern in einer ganz anderen Ecke. Und nach Feierabend sind wir da hingegangen. Und da sah ich meine Frau da stehen. Wo stand sie? An der Bar? Oder? An der Theke. An der Theke? An der Theke. Können wir das auch mal eben spielen, so, eben so, wenn Sie so an der Theke stehen? Und Sie kamen von wo? Von hier, von dieser Seite? Ich kam von draußen. Nein, wir standen schon etwas länger. Ja? Und also standen beide an der Bar und Sie haben mit anderen geredet, er hier so. Ja, und wie ging es dann? Ja, wir hielten uns schon langsam fest. Aneinander? An der Bar. Ja. Und dann sah ich meine Frau, also damals noch völlig unbekannt, sag, oh Mädchen, du bist so schön dick, dich will ich haben. Wie lange sind Sie jetzt verheiratet? 9 Monate. 9 Monate. Wir haben aber schon 1,5 Jahre zusammen Kaffee getrunken. Ja, ja. Kinder im Aussicht? Kinder in Aussicht? Nein, es sind genug da. Sie haben Kinder? Ja, wir haben beide Kinder, insgesamt 5. 5 Kinder haben Sie? Aus anderen Ehen haben Sie 5 Kinder, ja. Okay, ich schlage vor, dass wir jetzt mal anfangen zu spielen. Dafür möchte ich die beiden Damen bitten, jetzt mit Udo mitzugehen in die Kabine. Gehen Sie mal, ja? So, warten eben, bis die Damen weg sind. Wir können uns ruhig noch eben unterhalten. So, haben Sie etwas mit Ihrer Frau, ein gemeinsames Hobby, was Sie richtig am liebsten tun mit Ihrer Frau? So? Was? Na ja. Nein, ich meine, nehmen Sie Ihre Frau mal mit zum Fußball zum Beispiel. Oder? Ja, ich nehme meine... Ja, nee, also das ist wieder mit dem Fernsehschirm verbunden, weil meine Frau eben die Figur pflegen muss. Und der Fußballplatz ist fürchterlich anstrengend. Das heißt, ich muss meine Figur auflegen. Okay, inzwischen sind die Damen weg. Wenn wir doch von Figur sprechen. Es gibt in Deutschland schon jahrelang eine Miss Germany-Wahl. Wir möchten aber was anderes machen, ein Mr. Germany-Wahl. Und hier sind die schönsten Männer Deutschlands.
Favorite Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Jetzt ist die Frage für unser Erkennungsspiel. Welcher Mann, glauben Sie, erfindet Ihre Frau am schönsten? Welche glauben Sie? Macht der das auch? Wie? Nein. Nein, die macht keine Tricks mehr. Die kommen rein, sehen die Männer, müssen dann sagen, welcher Mann sie am schönsten oder am besten, welcher Mann am besten gefällt. Dann geht meine Frau sofort auf den Herrn Nummer 7. Herr Nummer 7? Ja? Was glauben Sie von... Ich würde sagen, die stürzt auf Nummer 1. Ihre Frau geht auf Nummer 1. Ja. Ja? Na, können wir schön auseinanderhalten. Hier Nummer 1 und da Nummer 7. Bitte, Udo, schick sie mal raus hier. So, jetzt eben umdrehen, umdrehen Sie, ja? Kommen Sie mal zu mir. So, drehen Sie sich um dahin und Sie dahin. So, sagen Sie mir bitte, welcher Mann, Sie nehmen Sie eben sich Zeit, welcher Mann gefällt Ihnen am besten von diesen Herren? Schauen Sie ganz ruhig eben alles an. Ja? Dritte von rechts. Von links meine ich hier. Den, ja, dritte von links, sagen Sie, Nummer 3 oder so. Und was sagen Sie? Ich sage Nummer 5. Und Sie sagen Nummer 5, der Heinz. Und beide stimmt nicht, denn Ihr Mann hatte geglaubt, Sie würden Nummer 7 wählen. Und bei Ihnen war es Nummer 1, dieser Herr da. Also kein Punkt für diese Runde. Und vielen Dank, meine Herren. Dankeschön. So. Und... Für das nächste Spiel haben wir hier der Gewinner von der letzten Show zusammen mit seinem Zwillingsbruder, nämlich Taxi Tony und Taxi Willi. Die haben nämlich vorgestern geheiratet. Beide von diesen Zwillingen haben geheiratet. Freitag, also vor 2 Tagen, die haben ihre Hochzeitsreise hier nach Bremen gemacht. Und hier sind unsere Brautpaare. Taxi Tony und Taxi Willi, ja, sowas? Taxi Tony. Tony hier und Willi da. Und Tony hat gewonnen bei der letzten Sendung. Jetzt geheiratet. Herzlichen Glückwunsch für Ihre Hochzeit. Und wir möchten jetzt ein Spiel machen, das noch eben Sie 2 Tage zurückversetzt. Sie sind nämlich nochmal beim Standesamt. Bitte nehmen Sie da Platz. Denn jetzt müssen unsere Kandidaten gleich eine Rede halten, als wären sie ein Standesbeamter. Bitte setzen Sie sich. Und Sie wissen, diese Standesbeamten machen immer eine Ansprache mit einem bestimmten Thema. Die nehmen immer ein Thema zu dieser Rede. Und das müssen die nachher auch machen mit einem Thema, was ich dann gebe. Aber damit Sie in etwa wissen, wie so eine Rede dann läuft, ein Beispiel von einem ganz tollen Standesbeamten, Kurt Jürgens. Meine lieben Brautleute, bevor ihr euch das Ja-Wort gebt, gestattet mir ein paar Worte der Ermutigung und Warnung. Denn die Ehe ist wie ein Fernsehprogramm. Genauso bunt und spannend, aber manchmal auch genauso grau und langweilig. Deshalb gibt es nämlich dort auch so viele Wiederholungen. Natürlich!
Natürlich, sagt der junge Mann zu Anfang, hätten Sie heute Zeit für mich? Und die junge Braut denkt, was will denn der blaue Bock mit seinem Schnickschnack? Bei mir geht das nicht so Dalli-Dalli. Er aber will alles oder nichts. Und sehr bald wird dann auch schon das Kinderprogramm eingeschaltet. Und man produziert am laufenden Band. Ja, das sind die Jahre der Spiele ohne Grenzen. Da findet man gar nicht den Abstellknopf. Aber sehr bald sehnt man sich nach einem Kontrastprogramm. Und davor muss ich warnen. Denn in der Ehe ist kein Platz für wilde Tiere. Ja. Es ist auch kein Grund für den jungen Ehemann, dann gleich jeden Sonntag zum internationalen Frühschoppen zu gehen und vielleicht erst 3 nach 9 heimzukommen. Mit so Bildstörung, was? Tonausfall. Dann steht nämlich die Wetterkarte auf Sturm. Und in der Küche gibt's ein böses Wort zum Sonntag. Denn die Ehe ist nicht immer nur der große Preis. Und nicht immer ist man nur ein Herz und eine Seele. Deshalb gibt es ja so viele Ehen vor Gericht. Ja, glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe nämlich auch da schon ein, zwei, drei... Naja, also ich habe da auch schon gesessen. Ich kann ein Lied davon singen. 60 Jahre und kein bisschen weise. So, und jetzt unsere Kandidaten, Sie haben es verstanden. Ne? Sie kriegen von mir ein Thema und daraus machen Sie eine Rede. Frau Thore, kommen Sie mal mit. Ihr Thema ist... ich hatte was aufgeschrieben. Oh ja, die Ehe ist wie eine lange Reise. Alles, was mit Reise zu tun hat, das verbinden mit der Ehe. Bitte sehr. Meine lieben Unglücksraben, kann ich wohl sagen, die Ehe, die Sie eingegangen sind, kann man vergleichen wie eine lange Reise, die Sie unter Umständen in Ihre nähere Umgebung führt oder auch in herrliche Länder, wo Sie viele Abwechslung haben oder es auch oftmals irrsinnig langweilig sein kann, wo es herrliches Wetter gibt, wo es aber auch wieder regnet und wo es einödig ist und Sie sagen, Gottes Willen, ich möchte zurück. Aber Sie haben die Möglichkeit, Sie eben oft zu verändern mit Ihrem Mann oder Sie können es durch Ihren Mann halt mitverändern. Sie können viel unternehmen. Sie können Ihre Hobbys ausüben. Sie können Spaß dabei haben. Das war's. Ja. Ja? Ja, okay, danke schön. Prima. Kommen Sie mal. So, Frau Mehre. Die Ehe, mit der Ehe ist es genauso wie mit dem Essen. Alles, was mit Essen zu tun hat. Ja? Machen Sie mal Ihre Ansprache. Also, liebe Brautleute, die Ehe ist wie das Essen. Manchmal ist es zu scharf gekocht und dann muss man erstmal heftig alles drauf trinken. Und manchmal, dann müssen Sie auch mal eine Abwechslung im Essen haben. Ist nicht immer genau, dass Sie Erbsensuppe mögen. Sagt man ja, aber eigentlich sollte man Erbsensuppe viel öfter essen. Man kann die Erbsensuppe ja auch verschieden würzen. Mal mit einem Würstchen, mal ohne Würstchen. Ab und zu mal ein schönes dickes Eisbein, auch das ist nicht zu verachten. Und manchmal muss man auch ein bisschen Schmalkost haben, gerade wenn die Haushaltskasse mal so ein bisschen abnimmt, muss man eben auch mal Salate machen können. Auch die sind schmackhaft. Naja, und
Jedenfalls, am besten ist es so, man soll immer, wenn man Streit hat, am Gutes was essen machen. Wenn der Mann dann nach Hause kommt, ist alles wieder klar. Danke sehr. So, Herr Tolle, darf ich Sie bitten? Die Ehe ist wie das Theater. Alles, was mit Theater zu tun hat. Bitte sehr. Ein Theater, meine lieben Herrschaften, besteht aus mehreren Akten. Und vor allem aus einem Souffleur. Den möchte ich Ihnen im Gegensatz zu den meisten Ehen ersparen. Der nennt sich Schwiegermutter. Es gibt beim Theater, wie Sie wissen, auch ein paar Schiebe. Die sind Schieben allerdings nur Kulissen. Aber ich möchte doch hoffen, dass Ihnen also immer die beste Kulisse beschieden ist. Und dann hinterher auch der beste Applaus. Nur, wie ich Ihnen als Standesbeamter nun beibringen soll, dass man auf dem Theater Kinder bekommt, das ist mir noch nicht ganz klar. Aber da hoffe ich bei Ihnen doch auf einen sehr guten Regisseur. Und ich nehme an, dass Sie selber dann genügend Darsteller sind, um da was zurande zu bringen. Und wenn es ein modernes Theater ist, dann darf ich Sie darauf vorbereiten, dass es da zahlreiche Bettszenen geben wird. Aber die sehen dann wir Zuschauer besonders gerne. Danke. Für Sie ist das Thema, die Ehe ist wie ein Märchen oder mehrere Märchen. Alles, was mit Märchen zu tun hat, können Sie... Liebe Brautleute, da ich selbst erst ziemlich jung verheiratet bin, kommt mir die Ehe wie ein Märchen vor. Ich möchte es mit der Milchstraße vergleichen. Ein fließender Verkehr. Die Sterne sind noch bei Ihnen. Dies wird eine Zeit gut gehen, dann wird die Milchstraße plötzlich entschwunden sein. Sie kommen in einen anderen Kosmos rein. Das heißt, Sie werden sich umblicken nach irgendeinem Sputnik. Wird passieren, die ersten 5 Jahre hoffentlich noch nicht. Aber ich wünsche Ihnen viel Glück. Hatte nicht so sehr mit Märchen zu tun, ne? Aber bitte nehmen Sie Platz. Mit welchem Märchen hatten Sie gemeint? Petersens Mondfahrt. Mondfahrt. So, Jürgens, bitte die Punkte. Kommen Sie ein bisschen näher an. 4, 3, 2, 1 Punkt. Wen fanden Sie am besten? Ja, also 4 würde ich sagen, Herr. Das ist Herr Thore mit dem Theater. Ja, das war enorm. Herr Thore mit dem Theater, 4 Punkte. Und 3 jetzt? 3, Herr Merl. Herr Merl, ja, hier, mit dieser Milchstraße-Geschichte. Ja, ja, 3 Punkte hier. Dann 2, Frau Merl. 2 Punkte, Frau Merl, für das Essen. Und 1 Punkt, Essen. Und 1 Punkt dafür, Frau Thore. Herzlichen Dank. Herr Jürgens. Ist das in Ordnung so? Ja, und wenn Sie mal wieder zum Standesamt gehen und Sie brauchen ein Zeuge, ich tue das dann gerne. Ja? Okay. Das ist herzlichen Dank. Danke schön. So. Und jetzt für das letzte Spiel dieser Runde aus dem Zirkus der Gebrüder Althoff kommt wohl das Schwerste, was wir je in unserer Show gehabt haben. Bitte, Herr Corti Althoff. Ja? Okay. So, danke schön, Herr Aldo. So.
Jetzt für unsere Kandidaten. Jetzt müssen die Herren versuchen, den Elefant runterzukriegen. Und die Damen müssen dann oben drauf. Wenn Sie gut geschaut haben bei Corti Althoff, müsste es gehen. Ich gebe Ihnen eine Peitsche. Meine Herren, bitte sehr. Ist das schon ein Preis? Wie bitte? Ist das schon ein Preis? Das ist noch kein Preis. Nee. So, bitte nehmen Sie bitte diese andere Elefant da. Gehen Sie da. Und Sie bitte an diese Seite. Bitte versuchen Sie es. Ja? Nee, ja, nieder und die Frau drauf. Ja? Ja, bitte, Herr Meere, da. Ja, Herr Meere, machen Sie mal. Ja, bitte, bitte. Warte, nein, nein. Eins. Ja, dann lass dich in Ruhe. Eins. Ja, schön. So, jetzt kannst du dich einkaufen. So. So. Down. 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 Ja, 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 fast. Ja, 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 hier geht es. Ja, 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 ja. Aus, aus, aus. Los. Hoppla, geh, ja. Festhalten, fest, fest, fest. Ja, er muss wieder runter. Aber helfen Sie mal eben. Hinter, komm, hinter, mach down, mach down, mach down. Nein, nicht den da, das ist falsch. Komm, 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 genug, danke, danke, danke. Genug, 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 genug. Kunnen we ze even helpen, ja? Ja, moment, moment. Ja. Moment. Even helpen. Ja. Bein rüber, ja. Bein rüber und zo runter, ja. Jawohl. Oké. Ja, kusje nog, ja. Zo, komen ze bieten, neem meer. Beide ein Brot kriegen. Bitte, Herr Thore, gehen Sie ein bisschen dahin. Und kommen Sie doch neben mir. So. So, die gehen jetzt raus. Und dann kann Herr Althoff die Punkte geben. Ich muss erstmal hier Punkte verteilen, ja? Ja, ja, ist gut. ein bisschen schwierig, die Bewertung. Es geht natürlich um, wie gut man es gemacht hat. Ich finde das erste zum Beispiel auch sehr gut, wie er alles vorgemacht, versucht hat, sie runterzukriegen. Ja. Da ist natürlich gelungen. So, Sie müssen natürlich selbstverständlich 4 Punkte erstmal hier geben für der Tore. Schon für, aber der Herr war Moment, etwas 4 ruhiger. Punkte der Tore, ja? Dieser Herr war etwas ruhiger, ja. Was sehr wichtig bei Tieren ist. Und sind Sie so einverstanden? 2 Punkte. Nee, 3 dann. 3 Punkte, weil wir hatten es wirklich gut gemacht, aber ja. Der Elefant wollte nicht. Aber wir hatten es genauso gemacht, wie Herr Althoff es vorgemacht hat. Nee, 3 Punkte. Das meine ich, ja. Dann für den Mut oben, selbstverständlich, 2 Punkte. Ja. Ja, muss was sie da auf oben jeden Fall, ja, 2 Punkte hier. Und dann bleibt leider nur noch ein. Sie haben es auch noch mal versucht, um ihn runterzukriegen, aber es ist nicht gelungen. Leider nur noch 1 Punkt da. Und herzlichen Dank. Küsschen geht's nicht, ne? Wie? Ja, Küsschen geht. Ja. Küsschen geht. Ja, bei mir. Ja, bei mir. Okay, herzlichen Dank, Herr Althoff. Und schönen Dank auch noch an Ihren Elefanten. Ja, danke schön. So. Dann steht es 11-9 Punkte. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde. Wieder gehen Sie bitte darüber. Ja? Ach, Sie sehen einen anderen noch. So, und Herr Meer und Frau, es ist leider aus. Leider wollte der Elefant nicht. Wenn ein bisschen, Sie hätten vielleicht ihn bestechen sollen oder sowas. Ja. Wir haben so mit ihm geflirtet heute Morgen. Aber nicht geflirtet, ja, wir haben sie eben vertraut gemacht mit den Tieren, damit sie ein bisschen die Tieren kannten. Damit er trank auch kein Bier. Er trank kein Bier, das war es vielleicht. Aber Sie kriegen ein Essen mit der ganzen Familie und weil Sie in Bremen wohnen, hoffe ich, dass das zur nächsten Show, dass ich dabei sein darf, zu dem Essen. Ja? Okay, dann herzlichen Dank und gehen Sie bitte darüber. Dankeschön. Es gibt
ein ganz neues Verfahren, um Kinder, sogar ganz kleine Kinder, zu lernen, Musikinstrumenten zu spielen. Nicht mehr nach Noten, sondern mehr nach Gehör. Das ist eine Art Erfindung von Dr. Suzuki aus Japan. Und es gibt jetzt zehntausende Kinder in der ganzen Welt, die auf diese Art und Weise jetzt spielen, lernen. Nur, wir haben es nicht alle 10.000, aber wir haben aus Chicago etwa 30 Kinder. Hier ist das Suzuki Kinderorchester. Thank you.
dieses... dieses Orchester tritt morgen auf in Karlsruhe, übermorgen in Stuttgart und dann in 4 Tagen, glaube ich, noch in Offenburg. Ich möchte doch mal eben ein kleines Interview machen, so mit diesen jungen Musikern, so. Ein bisschen runtergehen, da muss auf mein Mikro hier. Hallo. You are from America. Do you like it in Europe? Yeah. Yeah? Do you like to stay here? Yes? Willst du bleiben in Europa? Yeah? You like to stay here? Yeah? May I go to the other one? Yeah. Hello. Hello. What's your name? Glory. Glory? Where are you from? Wo bist du hier? Where are you from? You don't know? No? How old are you? 5. 5 are you. And Paganini, how old are you? How old? I'm 5 and a half. 5 and a half, yeah. 5 and a half, yeah. Möchtest du, you like to be a real violin player later when you get older, so? Yeah, really? How long you play the violin? Wie viele Jahre spielst du schon? 2 weeks. 2 weeks? 2 Wochen, ja? 2 Wochen spielst du? No. You said 2 weeks you play the violin. Yeah, I do. In 2 weeks, unbelievable. Good evening. How are you? Fine. Fine. How old are you? 4. 4. 4 Jahre. 4. 4. 4, ja, das heißt 4. Of course, ja. Und wer bist du? What's your name? Sang-mi. Sang-mi, ja. How old are you? 4. 4 Jahre, ja. Und wie groß ist die Geige so groß? Du bist fast so groß wie eine normale Geige, ja. How long you play the violin? 2 years. 2 years you play. Sie spielt schon 2 Jahre die Geige, spielt sie schon. Ja? No, und jetzt kommen wir hier, die letzte. Hello. Aren't you tired? No? But what's your name? Susan. Susan? And how old are you? 5. 5 years old, ja. Yeah. Okay, now, ich kann natürlich nicht allen so abkriegen hier. So, das geht nicht. So, seht ihr mal wieder auf, ja? Dann haben die extra für Sie noch eine kleine Zugabe einstudiert. Ach, ich brauche den Namen nicht zu sagen, Sie hören es schon. Bitte sehr. Jetzt geht es zu unserer letzten Runde. 2 Spiele in dieser letzten Runde für das Ehepaar Franzen und das Ehepaar Thorer. München gegen Zürich. Und das erste Spiel möchte ich ein bisschen anknüpfen an, was Sie gerade gesehen haben. Alle Stars haben also ganz klein angefangen. Und Sie sehen hier hinter uns Bilder von ganz bekannten Fernsehstars. Und Sie müssen gleich erraten, wer ist das, was Sie alle so sind. Das sind da Tafeln. Ich zeige Ihnen mal eben die Namen hier. Es sind Heinz Eckner, Felix Dvorak, ich selbst, Roberto Blanco, Udo Jürgens, Cornelia Froboess, Peter Alexander. So, gehen Sie bitte da an einem Tafel, und Sie auch, ja? Und schreiben Sie die Nummer bitte dahinter, wovon Sie glauben, das ist diese bewusste... Ja, Sie müssen nur die Nummern, richtig. Bitte nehmen Sie die Tafel da, ja? Schreiben Sie bitte jetzt die Nummern auf, wovon Sie glauben, dass es korrespondiert mit diesen Tafeln. Wenig.
fertig. Können Sie jetzt schnell noch eben die letzte machen, ja? Ja, Sie noch eben. Da ist noch eine, haben Sie vergessen. Für Sie ist noch Nummer 1 offen. Schreiben Sie 1 da oben, ja? 1 ist noch offen. Und 2 auch, sehe ich. So, okay, und stopp. Jetzt nicht mehr. Nicht mehr, stopp, bitte. Bitte nehmen Sie die Kreide mal darunter und bleiben Sie bitte bei Ihrer Tafel stehen. Dann wollen wir erst mal eben schauen. Bitte bleiben Sie bei Ihrer Tafel, Herr Franzen. So, Nummer 1. Ist Nummer 1 zufälligerweise da? Roberto Blanco. Wie alt warst du damals, Roberto? 3 Jahre. 3 Jahre? Mhm. Was sagst du dazu, wenn du das siehst? So? Na ja, sieht aus wie Roy Black als Junge. Okay, wir sehen uns gleich noch bei dem Schlussspiel, Roberto. Okay. So, hier ist Nummer 2, ist jetzt nicht dabei, aber das ist Udo Jürgens. Wenn Sie es gut sehen, dann passt es bei einem Lied, was er früher mal gemacht hat. Noch kein Jahr, noch kein Haar. Hè? 17 Jahre blondes Haar, das ist Udo. Und wer ist das hier? Das ist der Heinz. So, und wer ist das denn? Herr Franzen, können Sie eben zur Seite gehen? Herr Franzen, können Sie eben zur Seite gehen? Ja? So, wer ist das hier? Cornelia Froboess. Da. Hast du eine Ahnung, wie alt du warst damals? Doch, 10 Monate alt. 10 Monate ja. Alt? Ai, ai, ai. Du warst ein sehr hübsches Baby, aber du bist eine sehr hübsche Frau. Wir sehen uns gleich bei einem Schlussspiel, ja? Und dann gehen wir hier jetzt weiter. Wer ist Nummer 5? Herr Dvorak. Wer ist Nummer 5? Und Herr Dvorak, was haben Sie getan in dieser Zeit? Damals habe ich gerade begonnen, Deutsch nachzuahmen. Ach genau, wie Sie vorher das gemacht haben mit Deutsch. Ja? Dankeschön. Und das, meine Damen und Herren, das bin ich. Mit 2,5 Jahren bin ich das. Und meine Mutter hat immer noch in einer Streichholzschachtel, hat sie immer noch so eine dieser blonde Locken, hat sie mal aufgehoben. So blond war ich damals. Und dies ist eigentlich sehr einfach zu sehen, finde ich. Das ist natürlich Peter Alexander, ist das. Und sieht man einfach. Vinden Sie hier so, so. Das ist wahrscheinlich das erste Nacktfoto, was je gegeben hat van Peter. Und wenn ich es so sehe, ist er mehr ein österreichischer Kojak. So, das, so und jetzt schauen wir nach den Punkten. Frau Thorer hat 4 richtige, Herr Thorer 3 richtige. Und wie sieht es hier aus? 3 richtige hat Herr Franzen und 3 richtige hat Frau Franzen. Darf ich Sie beiden jetzt bitten, mit Heinz mitzugehen in die Kabine? Ja? Und Sie kommen mit mir mit. Wir haben hier 2 Dekorationen, und zwar eine Gaststätte, eine Kneipe und eine Küche. Und nun ist es meistens so, Herr Franzen, dass man immer behauptet, vielleicht ist es auch so, dass man sagt, die Frau, die ist immer in der Küche, muss immer arbeiten, und der Mann ist immer in der Kneipe oder beim Fußball. Jetzt wollen wir diese Rollen umtauschen. Jetzt sind Sie Frau Franzen und Sie sind Herr Franzen. Ja? Sie sind hier in der Küche, bitte nehmen Sie Platz. Sie warten mal, bis ich ein paar Anweisungen gebe. Bitte nehmen Sie Platz dahin. Und Sie gehen eben nach draußen und kommen gleich in diese Kneipe wieder herein. Aber dann als Mann. Ja? Und Sie machen alles nachher als Frau. So, es ist Sonntagabend, kurz vor der Polizeistunde. Und der Wirt ruft. Kinder, also, es ist bald Feierabend. Jetzt schon. Noch eine Runde könnte ich hier. Wie viel? 1, 2? Okay, ich bringe eine Runde. Da alles geht gut. Die Tür auf und Herr Franzen erscheint. Gerade zurück vom Länderspiel in Madrid und macht, was alle Schlachtenbummler machen. Franzel! Junge! Sie setzt sich und sie bestellt. Ja, Whisky. Du, Franzel, sag, was sprichst du ausländisch mit mir? Was ist mit dir los? Was willst du denn? I know that you speak English with me. Sag mal, wo warst du denn eigentlich? Was ist mit dir los? In der ganzen Welt. Ich sagte, du warst in Madrid. Ich habe die ganze Welt gesehen. Aber warst du in Madrid oder nicht? Madrid? Wenn der Fußball. Da haben sie zu mir gesagt, komm, wir sind mitten nach Madrid oder wo du sonst hin willst. Und ich bin mir gedacht, wenn die Farbe zahlt. Sag mal, Franzl. Wir sind mitten nach Madrid, aber wir sind mitten nach Madrid. Franzl, dieser spanische Wein ist dir aber sehr gut angetan. Sag mal, wie war das Spiel? Sag mal, so waren die Frauen. Wie war das Spiel? Das Spiel erstmal. Wie war das Spiel? Spiel? Ja. Sag mal, hast du nicht das Spiel gesehen? Was
Ich war so besoffen. So. Ja. Komm, da so ein Zigarre. Komm. Ach, das ist mal ganz richtig. Was da, wollte ich gerade sagen, nimm ein Zigarre. Jetzt bitte, tu mir einen Gefallen. Sag mal, was hast du in Madrid erlebt? Sag mal. Du sollst. Franzl, Junge, Junge, sag mal, was hast du denn in Madrid erlebt? Da wird man müde und nüchtern. Ich habe das du bist ein ganz raffinierter Mann. Ja, so. Also jetzt das, kommt dass sie mal eben nach Hause anruft. Ja? So. Also nimmt sie das Telefon und lügt ihr Mann etwas vor. Ihre Frau natürlich, meine ich. Nehmen Sie das Telefon, wählen Sie die Nummer. Jetzt ruft deine Frau an und lügt ihr was vor, weil nachher habe ich die Probleme. Da läutet er schon und er hebt ab. Hier, sie hebt ab natürlich. Sie hebt ab und antwortet. Ja, mit Elli. Hallo. Mit Elli? Ja, wie? Ja, was hast du für ihre Stimme denn? Bist du schon wieder besoffen? Ja, und der Zahltag ist auch noch nicht daheim. Ja, hast du das Fressen ja, das wieder nicht fertig? Du weißt doch ganz genau, dass du die Hunde musst versorgen und du musst den Fisch versorgen und den Bio und alles versorgen. Und du bist immer in der Kneipe. Das geht doch nicht so weit, das nicht wahr? Okay, ja, jetzt legt er auf. Wir müssen weiter. Er legt auf. Da wird aufgelegt. Und jetzt kommt da rein die Nachbarin. Bitte nehmen Sie Platz, die Nachbarin. Hallihallo, Frau Franzen. Ach, darf ich kurz stören? Ja, ich nehme Platz. Frau Franzen, ich habe eine große Sorge. Mein Mann ist doch so ein großer Esser, ja? Und er wünscht sich für morgen ein Eintopfgericht, so richtig nach Hausfrauenart. Bitte geben Sie mir Ihr Rezept. Ja, ich glaube, da gehen wir gerade zum Mikro. Zum Mikro? Ja, was? Die neue Büchse. Nein, nichts in Büchse. Nein, original. In 2 Minuten sind wir fertig. In 2 Minuten. Na gut, dann werde ich meinem Mann sagen, dass Sie alles aus der Büchse machen. Oh Gott, was sehe ich denn hier? Stoffwindeln, Frau Franzen. Ja, Sie sind ja hinterwäldlerisch. Nein, nein, die sind besser als Stempels. Die sind viel besser als Stempels. Stempels sind ja das. Na, also gut, da kann ich, das kann ich überhaupt nicht sehen. Eine Frau muss sich die Arbeit erleichtern. Wissen Sie, was macht denn der Kleine? Oh, bisschen mickrig schaut er aus. Was geben Sie ihm denn zu essen? Zu essen? Ja, was kriegt er denn? Ja. Flasche, ist, Brust. Nein. Meine Brust ist so klein, wissen Sie. Ja. Frau Franzen, kommen Sie doch mal zu mir. Ich muss Ihnen etwas sagen. Es geht mich ja zwar nichts an, aber ich habe Ihren Mann vorgestern aus einem Motel kommen sehen mit einer. Es tut mir leid, ich muss es sagen. Mit einer sehr feschen Begleitung. Wie finden Sie das? Ja, wie alt ist er? Jung. Ja, so jung. War sie so schön wie ich? Oder? Ja, ich meine, haben Sie nichts dagegen? Sagen Sie gar nichts. Ja, da muss ich natürlich schnell eingreifen. Ja, ne? Kommen Sie. Ja. Sitzt in der Kneipe. Kommen Sie, wir gehen. Ja, kommen Sie. Also, geht die Frau zur Kneipe, wo die Stimmung gerade einen Höhepunkt erreicht hat. Ja, also, da so dein Bier, Junge. Also, das von Madrid war Dufte. So, Prost. Was ist denn da vierartig, hä? Sie wissen, dass das nicht geht, da. Sie wissen ja ganz genau, dass das nicht geht hier, ne? Wer weiß das? Ja, man darf doch nicht so viel schenken nach 12 Uhr. Sie sehen ja schon, das ist ja schon die Polizeistunde. In der Schweiz, aber bei mir noch nicht. Okay. Das hat wohl gerade. Nehmen Sie die Mütze ab und die Zigarre nehmen Sie in Roberto eben. Wir hatten gedacht, Sie würden sie wohl aus die Kneipe schleppen, aber das haben Sie nicht gedacht, das war hervorragend. Gehen Sie bitte jetzt eben da zur Seite. Und da kommt das andere Paar. Herr Thorer, wir tauschen die Rollen um. Man sagt immer, der Mann sitzt in der Kneipe und beim Fußball, die Frau die ist immer in der Küche. Jetzt sind Sie Frau Thorer. Sie tun alles wie eine Frau da in der Küche und Sie sind jetzt Herr Thorer. Sie kommen gerade raus, kommen zurück von einem Fußball-Länderspiel aus Madrid. Gehen Sie mal nach draußen. Oh, der Bart bleibt. Der Bart bleibt, Sie spielen es nur. Ja? Bitte nehmen Sie erstmal Platz und warten Sie auf meine Anweisungen. So, es ist Sonntagabend kurz vor der Polizeistunde, da geht die Tür auf. Und da erscheint Herr Thorer.
Gerade zurück vom Länderspiel Franzl! In Madrid. Franzl! Wei! Doppeltes Bier, doppelten Korn. Völlig Doppeltes Bier, doppeltes. Langsam, ja. Wie war, ja, sofort. Sag mal, wie war das Spiel? Sag mal, erzähl mal. Erst trinken. Trinken. Ja, schmeckt nicht, nochmal. Nochmal. Schärfer. Sag, doppelt, schärfer. Sag, hast du keinen Vaterbauer gehabt? Nix. Du gerade kaputt gegangen. Erzähl mal, wie war das Spiel? Haben wir gewonnen oder verloren? Natürlich gewonnen. Gewonnen? Ganz knapp, ganz zum Schluss, aber riesig. Der Bär hat ein Tor geschossen in letzter Minute. Klasse. Hast du nicht gesehen? Wir haben gewonnen. Die Deutschen haben gewonnen. Aha. Sag mal. Wir ja nicht. Aha. Wir. Wie hieß das, Fräulein Bär? Mit wem du warst? Wieso, wir haben gewonnen? Ich hatte wieder ein 1-1. Herr Bär hat das Tor geschossen. Ah, sehr schön. Ausgleich. Ah, der Ausgleich dort. Ah. So, erzähl mal, und? Was hast du? Wolltest du ein Zigarre haben? Ein Zigarre vielleicht? Ja, aber ein Bier, ein richtiges. Ja, kriegst du auch. Nimm mal ein Zigarre. Erzähl mal weiter. Erzähl mal, was hast du denn da erlebt, bitte? Was hast du erlebt? Sag mal, erzähl mal. Erstmal. Also, ich meine, nachts nachher in Madrid. Du weißt, was ich meine, die Señoritas, Carmencitas. Was hast du erlebt? Klasse. Tolle Frauen. Tolle Frauen. Erzähl mal, erzähl mal. Aber die eigenen waren ja mit. Die eigenen waren mit? Die lassen sich nicht bremsen, nicht halten. Die müssen überall weiter. Aber war klasse. Großartig. Und nicht nachts was erlebt in der Bar und so? Nö. Nee, nö, gar nicht? Nö, nö. Schade. So, jetzt, sag mal, jetzt... Zeit, ja. Jetzt geht es Zeit, wie du siehst, der Schiedsrichter. Sag mal, was macht denn die Arbeit eigentlich überhaupt? Ja, ich habe frei bekommen. Wie lange? Dass ich Montag zurückfliegen kann. Das ist dufte. Klar. Du, folgendes jetzt. Ich würde sagen, dein Mann sitzt sicher zu Hause. Also besser gesagt, deine Frau. Und wie wäre, wenn du mindestens anrufst und was anlügen? Weil daher kriege ich immer Krach mit dir. Dann komme ich einen Tag später. Wenn ich nein, ruf an zu Hause. Bitte, sei so lieb. Also, wählt sie die Nummer? Ja. Wählt die Nummer. Und an der anderen Seite hebt Frau Thora ab. Was? Ja, wo bist du denn? Ich bin noch ja, was fällt dir denn ein? Ja, wieso? Was soll denn das? Ja, vielleicht kommst du mal bald. Ich sitze hier da mit dem Essen und es geht weiter. Eiskrank ist ja so nicht. Ja, ich meine, bricht hier alles zusammen. Nicht? Ach denn, nein, ich will jetzt keine Widerrede hören. Nein, Moment mal, um diese Zeit ist das Kind noch auf. Das hat längst was? Zu schlafen. Was? Das Kind ist auf? Das werde ich dir gleich mal vormachen, wie das... Hier. Ah! Was? Wir wählen wieder zurück. Was? Ja. So, und jetzt. Nein. Da rein. Da kommt die Nachbarin rein. Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Schon wieder? Ach so, ja, ich weiß, was Sie wollen. Tasse Zucker und. Schon Öl. Wieder? Wollen Sie alles immer mitnehmen? Na, jetzt bin ich beleidigt. Kann ich was bügeln? Mein Mann hat so von Ihrem Eintopfgericht geschwärmt. Ach, hat er geschwärmt. Und bitte geben Sie mir doch Ihr das Rezept. Das habe ich ganz falsch verstanden. Er sprach von dem einen Topf, aber nicht von dem anderen. Also vom Eintopfgericht gut, aber von dem Eintopf... Der ist bei Gericht öfter, mein Mann. War er denn schon mal bei Ihnen, mein Mann? Das ist alles sehr seltsam hier. Das geht Sie gar nichts an, ja? Oh ja, das geht mir... Oh Gott. Wieso denn? Ach Gott, wie lustig. Ist das nur das Unterhemd Ihres Mannes oder nein, nicht? Nein, stopp Winden, Frau Thora. Ist ja wie zu Großmutters Zeiten. Was ist denn das? Ist das hier kleiner? Lass die Finger weg, ja? Nein. Sie sollen erst später sehen, dass er Ihrem Mann ähnlich sieht. Frau Thora, Ihren Mann habe ich vorgestern, aus einem Hotel kommen sehen mit einer anderen Frau. So, was sagen Sie jetzt? Ich kann überhaupt nichts mehr sagen, weil ich nichts mehr höre. Okay. Ich würde hier mal Schluss machen. Das war so hervorragend, dass das können wir nicht mehr steigern. Herzlichen Dank, Cornelia Thomas. Herzlichen Dank. Bitte nebeneinander. Und bitte nebeneinander. So, und wir haben für die Punkte haben wir gebeten, Taxi Tony, der die letzte Show gewonnen hat, weil Roberto und Conny zu beschäftigt waren, eben die als Jury zu fungieren, weil er gerade geheiratet hat. Ihr kennt dies alles noch nicht. Bitte, Tony, wer hat es am besten gemacht? Herr Thora, 4 Punkte. Herr Thora, 4 Punkte, ja.
Frau Franzen, 3 Punkte. Frau Franzen, 3 Punkte. 3, ja. Herr Franzen, 2 Punkte. Herr Franzen, 2 Punkte. Und Frau Thorer, 1 Punkt. Und 1 Punkt noch hier. Und herzlichen Dank, Toni. So, und jetzt schauen wir nach dem Stand. Bitte, Heinz. Axel Thorer hat 7 Punkte und Ellen Franzen hat 6 Punkte. Ute Thorer 5 Punkte und Marcel Franzen auch 5 Punkte. Das heißt, dass Herr Thorer und Frau Franzen in die letzte Runde gehen mit den 3 Fragen. Von Ihnen muss ich mich jetzt verabschieden. Wir haben sehr um Sie gelacht, Herr Franzen. Das war sehr schön, was Sie gemacht haben. Und Sie kriegen auch ein Essen mit der ganzen Familie. Ich würde es nicht in einem Hotel machen, wo Sie immer arbeiten. Meine anderen, ja. Und Sie kriegen auch ein Essen mit der ganzen Familie. Danke. Und gehen Sie jetzt bitte eben darüber. Dann schauen wir mal, was die beiden machen. Und für diese 3 Fragen wollten wir einen Politiker haben. Und Sie wissen, man darf seit dem 1. April wegen der Bundestagwahl keine Politiker mehr in Unterhaltungssendungen bringen. Aber uns ist das wurscht. Wir haben für diese 3 Fragen heute Abend Franz Josef Strauß. Mein Name ist Herr Strauß. Herzlich willkommen. Wie geht's Ihnen? Gut. Gut, ja, fein. Ich freue mich, dass Sie heute Abend die 3 Fragen machen. Wenn Sie bitte, Herr Thorer, in die Kabine gehen, zu Heinz. Kommen Sie bitte hier, Frau Franzen, schon hier neben mir. Ja. Und 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Bitte sehr. Heute haben in Portugal Wahlen stattgefunden. Welche Partei hat die größten Aussichten? Maria. Maria Safaris? Nein, die Sozialistische. Nein, es geht um die Partei, die Sozialistische Partei. Also nicht richtig. Nächste Frage. Zweite Frage. Was war heute bei der Tagesschau nicht so wie sonst? Zeit ist vorbei. Ja, ich kann das waren nicht. Diese. Es fehlten die Hintergründe. Ja, es fehlten die Hintergründe. Sie sehen doch auf deutsches Fernsehen natürlich. Ja, ja, ja. Aber die Hintergründe, die fehlten. So, die 3. Frage. US-Außenminister traf in Kenia den dortigen Staatspräsidenten. Wie ist sein Name? Marius. Scaris. Nee, es ist Kenyatta. Also, ja, Kenyatta. Keine Frage richtig. Wollen wir schauen. Ihr braucht nur noch eine Frage richtig zu haben, dann hat er schon gewonnen. Ja. Bitte, Herr Thorer. Kommen Sie wieder an diese Seite. 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Darf ich was sagen? Nee, erstmal eben die 3 Fragen. Das ist jetzt spannend. Bitte? Heute haben in Portugal Wahlen stattgefunden. Welche Partei hat die größten Aussichten? Die Sozialisten. Und damit ist Herr Thorer Sieger des heutigen Abends geworden. Das Einzige, was ich sagen wollte, hier wird so viel Holländisch und jede Sprache gesprochen. Ja. Darf ich mal als Landsmann ihn in meiner Sprache begrüßen, in unserer Sprache? Na, lieber nicht. Wir haben nämlich unheimlich viel Zeit. Und wir müssen jetzt, das ist eine Diskriminierung. Machen Sie es nach der Show. Ja, machen Sie es nach der Show. So, Herr Strauß, haben Sie noch mehr Streus in der Familie, Franz Josef? Ja, einen kleinen Franz Josef, 14 Jahre. Ihr Sohn heißt auch Franz Josef. Strauß, ja? Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen, so, Frau Franzen, für Sie war es. Was leider. Ja, das ist gerade mit dieser Tagesschau-Frage war ein bisschen ein Problem für Sie, aber wir haben viel Spaß mit Ihnen erlebt. Das war wirklich so toll. Und warten Sie mit dem Essen, bis ich in Zürich bin, machen wir es gemeinsam. Ja? Essen wir zusammen da mit Ihrer ganzen Familie. Finde ich sehr schön. Und Heinz geht mit. Ja? Wieder, danke schön. So, und Herr Thorer, gehen Sie jetzt hinter den Fließband. Komm mit Heinz mit. So, wir haben jetzt die vorige Show gemacht mit Zwillingen, diesmal mit Ehepaaren. Jetzt möchten wir wieder mal gerne bei der nächsten Sendung mal wieder einmal eine Sendung machen mit Generationsunterschied, also Vater, Sohn oder Mutter, Tochter. Und wenn Sie Lust haben, sich mitzumachen und Sie bewerben sich, machen Sie das bitte mit einem Foto und schicken Sie das an den Westdeutschen Rundfunk 5 Köln 100, Kennwort am laufenden Band. Und jetzt mal schauen, ob Herr Thorer da ist. Bitte Vorhang auf. Ja, und Band ab.
So, und jetzt wollen wir mal sehen, ob Herr Thore imstande ist, unser Rekord von 16 Preisen innerhalb von 30 Sekunden zu überbieten. Bitte, kommen Sie, Ruhe im Studio. 30 Sekunden ab jetzt. Grill, Fernsehen, eine Schrubberdame, ein Vogelkäfig, ein Bienenkorb, ein Fresskorb, ein Wollkorb, ein Kerzenhalter, ein Puzzlespiel, ein Schuh, Stiefelauszieher. Gläser, also so ein Stand mit zwei Flaschen. Und ich darf immer eben helfen. Ein Würfel mit Fragezeichen. So, das waren glaube ich 12, waren es, wo ich eine geholfen habe, aber das macht doch nichts mehr. So, wir hören uns das eben auf dem Band an. Bitte Band ab. Grill, Fernsehen, eine Schrubberdame, ein Vogelkäfig, ein Bienenkorb, ein Fresskorb, ein Wollkorb, ein Kerzenhalter, ein Puzzlespiel, ein Schuh, Stiefelauszieher. Gläser, also so ein Stand mit zwei Flaschen. Und ich darf immer eben helfen. Ein Würfel mit Fragezeichen. Aber dann kommt nichts mehr. Ich habe das selbst auch. Die erste weiß ich und dann habe ich plötzlich nichts. Ja. Nur, ich weiß sicher, heute Nacht um eins, dann wissen Sie plötzlich alle Preise. Das ist ganz eigenartig. Ja, dann geht's. Dann komme ich nochmal. Ja, dann kommen Sie nochmal. Ja. Schauen wir uns mal eben an, was das alles ist zusammen. Und das ist nicht wenig. Ein Vogelkäfig, ein Fernseher, diese Kerzenstände, Wolle. Was ist das für ein schönes ein Puzzlespiel, ja? Ein Grill. Ja, das ist sehr schön. Das ist eine Schnupftabakkanone. Ah, ja. Und Herr Strauß, der hat ein Hotel in Bayern. Und irgendwie in den Alpen. Und der möchte Sie mal 8 Tage einladen in seinem Hotel. Dann können Sie ihn so oft begrüßen, jeden Tag, wie Sie wollen. Ja? Okay. Und ein Bienenkorb. Für diesen Bienenkorb kriegen Sie jeden Monat 5 Kilo Honig. Kriegen Sie. Oder einmal, ich muss das geehrt haben, das ist ein bisschen viel. Es wird wahrscheinlich einmal 5 Kilo sein, ich weiß nicht mehr genau. So, dann ein Fragezeichen. Und ist verbunden mit diesen Tulpen. Es gibt unheimlich viele Sorten Tulpen. Und wir haben Anfang der Show so viele Tulpen gezeigt, aber das sind besondere. Die sind alle gezüchtet. Die haben alle bestimmte Namen. Zum Beispiel diese Tulpe heißt Goldenes Deutschland. Diese hier heißt Professor Barnard. Das hier ist Meißner Porzellan. Das ist Arthur Rubinstein, das ist hier Prinz Charles. Wir hatten auch noch Prinzessin Anne, aber die ist runtergefallen. Und dann haben wir hier Königin Juliana. Und da gibt es noch ein paar hundert so Namen für Tulpen von ganz berühmten Leuten. Und sie kriegen von uns als Preis, dass in 2 Wochen gehen wir zusammen zum Keukenhof in Holland. Das sind 1 Million Tulpen. Aber das sind noch 5 Tulpen, die haben noch keinen Namen. Und sie dürfen sich eine Tulpe aussuchen, die dann immer Axel Thore heißt. Sehr schön, ja? Danke. Sehr schön. So, und kommen Sie mal runter. Ja, diese junge Dame, die sitzt mit einem Schruber. Dies ist der Zeit der Frühjahrsputz. Und was Sie jetzt geschenkt kriegen, ist, glaube ich, etwas, was Sie wieder weiter schenken können, Ihre Frau nämlich. Denn Ihre Frau muss immer diese Frühjahrsputz machen. Aber jetzt kriegen Sie eine ganze Firma von uns, die das für Sie und Ihre Frau macht. Kommen Sie bitte mal rein. Diese Firma wird also ihr ganzes Haus sauber machen. Ich nehme an, dass Ihre Frau sich wahnsinnig freut darüber. Am Namen Sie auch mal Zeit, um mit Ihrer Frau mal ein bisschen auszugehen. Und meine Damen, vielleicht können Sie ein kleines Beispiel von Ihrem Können jetzt mal eben zeigen. Können Sie den gröbsten Dreck, den wir heute Abend hier haben, schon mal ein bisschen wegräumen? Ja? Ja. Geht das? Nein! Nein! Nein!